Hallo ihr Lieben, so heute klappt natürlich alles ganz fantastisch, nämlich gar nicht, deswegen seht ihr das auch schon alles hier ausbreitet. Ich habe eben schon ein Haul hochgedreht und mein Video wollte sich nicht speichern. Also ich komme erstmal zur Auslosung. Dazu muss ich noch eines sagen. Und zwar, ich habe drei Leute, die sehr nah an den Wert dran waren, den ich ausgegeben hätte. Ne? Ich zeige euch dazu gleich die Kassenbons. Ich muss dazu aber sagen, ich habe mal geschaut, weil ich soll ja an meinen Abonnenten gehen und ich möchte das gern einsehen. Deswegen kann man das irgendwo einstellen, dass man sagt, hier, meine Kanäle sind sichtbar. So. Und das ist bei allen dreien leider nicht so. Und daher kann ich nicht nachvollziehen, ob sie mich abonniert haben oder nicht. Klar, ich könnte bei mir nachgucken, aber ich habe jetzt weit über 6.000 Abonnenten und ich sehe halt nicht alle ein. Man kann nicht allen nachfolgen oder nachsehen, ob sie mir folgen. Ich kann das nur, wenn ich bei denen auf den Namen klicke, machen und kann dann sehen, wer das ist. So, passt auf. Die Leute möchten mich dann auch anschreiben. Jetzt fangen wir aber erstmal an. Und zwar, das ist der Kassenbon. Das sind einmal 142,60 €. Das ist der eine. Das ist der zweite, 171,45 €. Und der dritte sind 157,34 €. Das sind, so gesehen zusammengerechnet, 471,39 €. So. Ich habe die drei auch fotografiert, die da recht nah dran waren. Das sind zum einen Hasilein mit 149,50 €. Dann einmal Gudrun Rehse mit 470 €. Die war sehr nah dran. Und zum Beispiel und die Sandra Marquardt mit 487,99 €. Ich bitte euch drei, erstens auf eurem Kanal so gesehen das mit den Kanälen freizuschalten, damit ich sehe, dass ihr mich abonniert habt. Dann möchte ich, dass ihr mir eine E-Mail schickt. Die Adresse findet ihr unten in der Infobox. Und dazu bitte eure Adresse, damit ich euch, wenn ihr schnell seid, weil zwei, wie gesagt, werden verschickt, dass ich euch zwei die dann zukommen lasse. Und ich den dritten Personen werde ich dann schreiben, dass es mir leid tut, dass es dann zu spät ist. Aber es ist dann halt leider so. Weil ihr müsst es irgendwo so einstellen, dass ich wirklich nachvollziehen kann, ihr habt mich abonniert. Es ist ja so, wenn man ein Gewinnspiel macht, dann möchte man auch sehen, dass die Leute da sind und nicht irgendwie, dass die einen nicht abonniert haben. Weil das ist ganz oft so und ja, ich kann es wie gesagt nicht sehen und deswegen, ja, tut es mir echt leid. Ich würde sofort sagen, hier, ich mache das, aber ich möchte doch schon sehen, dass ihr mich abonniert habt. So. Das ist das eine. So, und dann habe ich jetzt einen Action-Flohmarkt-Haul und zwei Woolworths-Artikel, aber auch wirklich nur zwei. Deswegen fangen wir jetzt mal an. Ich hoffe, meine Kamera, du machst jetzt auch mit. Und zwar gab es einen Stand und der hatte ganz viele Klamotten. Ich nehme die jetzt wieder runter, weil den Rest mache ich dann danach, weil ich hatte es genau umgekehrt. Die Sachen sind alle neu, die kosten 14,99, keine Ahnung was, und sie haben die verkauft für 1 €. Da habe ich mir zum einen dieses Kleid gekauft, einmal in Größe M, einmal in Größe L. Bei mir hat der Stoff auch so gut gefallen. Und M sitzt halt am Bauch ein bisschen enger, weil da so ein Gummiband mit drin ist. Und ja, so. Und da war ich dann mit jemandem, mit einer Freundin dort und wir haben geguckt und dann sagen sie 6 Teile 5 €, 12 Teile 10 €. Und irgendwann sagte sie, ach komm, ist egal, mach mal 13 Teile 10 €. Und dann hatte sie 6 und dann habe ich mir noch den siebten so ein Röckchen gekrallt und habe dann gesagt, okay, das klappt. So, hier habe ich eine Hose. Hier steht was von, entschuldigt. 66 € und hier steht aber was von 14,99 € und die habe ich mir geschnappt und die passt auch, habe ich schon anprobiert und das ist so eine 7/8, 6/8, keine Ahnung, 3/4, auf alle Fälle auf der Wade sitzt es und hat hier so einen coolen Verschluss. Da habe ich aber entdeckt bei einer Seite, da ist ein ganz, ganz kleines Löchlein drin, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Hier. Das fällt so gut wie gar nicht auf, mir ist es nur zufällig aufgefallen, aber die Hose ist mega cool und
ja, für 1 Euro und neu kann man nichts sagen. Dann bei dem Kleid habe ich mich ein bisschen geärgert. Ich habe das anprobiert und bin irgendwie hängen geblieben. Ich vermute aber, der Stoff hier vorne ist Seide und ist so fein, dass ich das irgendwie aus Versehen gezogen habe. Weil der hat vorne einen ganz tollen Wasserfall und hinten auch noch rückenfrei. Ja, ist von dieser Marke. Hat auch 1 Euro gekostet. Ich zeige euch das jetzt alles, was 1 Euro war. Dann hier ist das Kleid nochmal eine Nummer größer. Dann total cool von... Und das von... Ne, hab ich habe das alles selber bezahlt. Ich muss, weiß nicht, ob man das immer sagen muss. Namen werden nur genannt, weil es draufsteht und weil es von denen ist. Auf alle Fälle ist so ein Top. Und dann aber recht lang und weit. Es könnte auch ein Kleid sein. Bin ich mir nicht ganz sicher. Muss man mal gucken, wie man es zieht. Ja, dann von der Firma hätte gekostet irgendwie 30 Euro. Ein blaues Kleid, so ein Jersey-Kleid. Total cool. Sitzt sehr eng, sehr Körperfigur betont. Das ist der Rock, den ich mir dann noch geschnappt habe, wo sie dann gesagt hat, 13 Teile. Der hätte wohl mal gekostet. Ja, und ist von der Firma, ich glaube, das ist sogar eine ganz teure Firma. Und ja, der passt auf jeden Fall. Hier habe ich nur festgestellt, dass der Reißverschluss nur bis hierhin aufgeht. Ich wollte jetzt auch nicht weiter dran rumziehen, weil ich Angst hatte, ich mache es dann kaputt. Und das waren sie, glaube ich. Ja, dann war ich an einem Stand, die hatte gerufen, 1 Euro, 1 Euro. Und da habe ich aber dann gefragt, wie das bei den Klamotten ist. Und dann sagt sie, ja, 2 und 3 Euro. Und da habe ich mir... diese schöne Jacke von Esprit mitgenommen. Jetzt übergangsmäßig für Herbst, Winter. Und dann war ein Stand, die haben so ein bisschen Spendenaufruf gemacht und haben halt Sachen verkauft. Und da habe ich dann gedacht, naja, wir gucken mal. Und da habe ich jetzt ein Oberteil gefunden mit Wasserfall und langen Arm. Und ein Kleid, so Spitzenkleid. Fand ich ganz cool. Und ja, zusammen habe ich 5 Euro bezahlt. Habe ich mich sehr drüber gefreut. So, dann machen wir mal weiter. Schiebe ich euch mal hier rum. Dann gab es ein... gibt es immer so leckere Süßigkeitenstände. Und die haben immer die Sachen sehr günstig. Habe ich zum einen Ballisto gekauft. Ich mag das mit den Cerealien ganz gern. Weil die anderen sind irgendwie alle mit Rosinen. Und ich mag keine Rosinen. Für 1 Euro. Dann... der habe ich im Euroshop schon gekauft. Für 1,10 Euro gab es jetzt auf dem Flohmarkt für 1 Euro. Voll lecker. Aber ich habe gerade gesehen, die Monopoly. Ich glaube, die ist kleiner, die Packung. Muss ich doch mal gucken. Egal. Auf alle Fälle diese für 1 Euro. Dann an einem Stand gab es... achso, und wir machen erstmal die Süßigkeiten zu ändern. Das ist eine Metalldose. Die habe ich auch für 1 Euro gekauft für den Zwerg. So, dann gab es einen Stand, der hatte diese Motivstanzer. Habe ich nur geschaut, ob alle 4 drin sind. Die Packung hat jetzt 50 Cent gekostet. Falls einer nicht funktioniert, ist es nicht ganz so schlimm. Dann an dem einen Stand, wo ich die Süßigkeiten gekauft habe, gab es diese hier. Dann habe ich gedacht, die habe ich doch schon gekauft. Und zwar beim C&A und die hatte er jetzt auch und die haben jetzt pro Packung 50 Cent gekostet und dann habe ich gedacht, ich nehme die 2 mit. Gab es noch eins mit Happy Birthday, aber ich wollte diese 2. Dann gab es einen Stand, der hatte ganz viele Shampoos von Head & Shoulders und von Pantene Pro-V und da gab es diese hier. Ich hatte eins mit Classic in der Hand, mit dem gleichen Motiv und habe dann die gesehen. Und hier sind 250 Milliliter drin und bei dem anderen waren nur 200 Milliliter. Dann dachte ich, ich nehme die mit, weil ist das gleiche Geld, kostet 1 Euro das Stück. Dann habe ich gedacht, na, ein bisschen mehr, auch nicht verständlich, aber wie gesagt, das Motiv, man hat das am Motiv erkannt. So, das waren die Sachen vom Flohmarkt. Dann die 2 Sachen vom Woolworths. Zum einen... habe ich dieses Schnäppchen gefunden. Und zwar ist das so ein Druckknopfset. Ich vermute nur, dass hier irgendwas fehlt. Aber es ist regulär original verschlossen. Es ist nicht abgemacht, weil es ist ja hier auch festgeklebt. Ich muss mal gucken. Vielleicht liegt das irgendwo drunter. Und ich hoffe, wenn das fehlt, dass ich das nicht unbedingt brauche, dass ich das benutzen kann.
Auf jeden Fall dann 1,99 und dann gab es diese Flasche hier, die hätte mal 8 € gekostet von der Firma Systema. Und zwar habe ich gedacht, für Getränke, vielleicht mit Kohlensäure, das muss ich mal ausprobieren, für den Kleinen, für die Sporthalle. Und zwar, wenn man hier oben dreht, geht das auf. Und das finde ich cool. Und wenn das andere, wenn man das ein bisschen kräftiger dreht, geht das unten mit auf. Aber so viel Kraft wird er nicht haben und das ist mega. Ich habe noch eins zum Rausziehen oder ich habe eins, das zieht man raus und dreht es mit raus. Aber ich glaube, das checkt der noch nicht. Deswegen diese hier. So, dann war ich natürlich im Action und habe da auch noch ein bisschen gekauft. Einmal Lock and Lock Dosen. Ich mag die total gerne. Ich habe sonst ganz viel Tupper, aber ich brauchte jetzt welche, die so ein bisschen eckig sind, weil man ja auch mal ein paar Sachen hat, die eckig sind und in eine runde Dose nicht so reinpassen. Die kosten 3,60 €. Da ich zweimal. Dann nochmal diese Badeschokolade, die so lecker riecht. Die musste jetzt nochmal gekauft werden, bei uns ist jetzt alle. 1,59 €, also sehr gut. Dann 1,24 € die Zahnpasta, die benutzen wir momentan sehr gerne. Davon habe ich direkt zwei gekauft. Dann brauche ich für die Adventskalender jetzt ganz viel Klebeband. Da habe ich einmal die für 60 Cent gekauft und für die Pakete. Wartet, ich habe mir das so ein bisschen zur Seite gelegt, damit, wenn ich mal was nicht weiß, drauf gucken kann. Ich glaube 74 Cent. Hm. 79 Cent. Davon zweimal. Muss ich dazu sagen, ich habe welches, das ist ganz leise, so wie es hier drauf steht. Es gibt aber welches, das ist leider auch laut. Aber es klebt super. Dann in der Weihnachtsabteilung habe ich diese Mini-Metall-Clips gefunden. Leider nur 16 Stück, weil man bräuchte ja 24 für einen Adventskalender. Man sagt, man macht das mit so Geschenktüten oder Tüten. Habe ich zweimal gekauft. Diese haben gekostet, wie gesagt, alle ganzen Blöcke, ach Blöcke. Preise habe ich nicht im Kopf. Wo sind sie denn? Neunundsiebzig Cent. Genau. Dann für 1,79 € gibt es jetzt aktuell neu. Sind diese hier. Da gibt es auch vier verschiedene Varianten. Und zwar sind das so Karten, die man sich selbst gestalten kann. Vier Stück mit vier Umschlägen und die sind so ein bisschen Vintage. Und zwar ist das hier mit Klebefläche und dann kann man sich das so Diamond Painting. Muss mal auf das Wort kommen. Dann habe ich diese Steinsticker nochmal gekauft für 56 Cent. Und diesmal auch alle sechs. Und habe auch gesehen, welches etwas anders ist. Und zwar diese zwei. Das eine ist weiß und das andere ist schwarz. Und das eine hat so hier so dunkle. Und das andere hat noch ganz helle. Also ein bisschen unterschiedlich sind sie. Das hat man aber auf dem ersten Blick nicht so gesehen. Dann habe ich Halloween-Masken gekauft für mich und meinen Mann. Ich glaube, einen Abend werden wir das wohl mal machen. Fand ich total witzig. Für 64 Cent. 64 Cent, genau. Dann auch dieses Jahr einmal diese Advents. Döschen steht hier drauf, aber Adventsboxen für 2,14 €. Die möchte ich wieder umgestalten. Mal gucken, ob ich es schaffe, euch den Adventskalender dazu zu zeigen. Und ja, jetzt muss ich mal den Stapel hier wegnehmen. Davon sind nämlich nur vier für die Kamera, weil der andere Rest ist doppelt. Dann habe ich Umschläge nochmal gekauft. Die sind super praktisch für die Sachen für den Adventskalender. Die kosten 83 Cent. Die kosten, ich glaube, 60 Cent und die kosten 58 Cent. Dann habe ich hier noch die Wichtel, die habe ich euch schon mal gezeigt. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Preis ich euch genannt habe, aber ich glaube, ich habe mich vertan. Die kosten regulär 1,64 €, waren jetzt im Angebot für 1,27 € und ich habe alle drei noch einmal gekauft, weil mein Kind mir die ersten zwei schon geklaut hat. Die stehen nämlich jetzt in seinem Zimmer. Die fand der so süß, sagte er, Mama, das sind jetzt meine. Kann ich nichts gegen sagen.
Also darf er die behalten. Dann habe ich noch bei denen hier überlegt. Und zwar, ich habe wieder ein Video gesehen. Und da ging es um Mensch, ärgere dich nicht. Und aktuell spielen wir ein paar Merkspiele. Und ich möchte mal gucken, ob ich aus den Bügelperlen ein Mensch, ärgere dich nicht machen kann. Da es diese Tüte leider nur einmal gab und es sind nur 10 Stück drin, habe ich noch diese mitgenommen, damit man hier 3 kleine hat und eine große. Damit man mit der großen als erste startet und dann die kleinen hinterher. Wie auch immer. Auf jeden Fall, hier sind 7 drin und die haben gekostet 76 Cent. So, dann habe ich noch die Kartenblöcke gefunden von Weihnachten für 99 Cent. Da habe ich euch schon welche gezeigt. Jetzt habe ich hier nochmal 5 Stück mitgenommen. Da ich nicht genau wusste, welche ich jetzt schon hatte. Ich hatte mir kein Foto gemacht von den Nummern. Hier vorne, nee, hier vorne, hier hinten steht ja immer nur 5. Und hier steht jetzt zum Beispiel 01. Dass man weiß, was hat man schon, was hat man noch nicht, was braucht man nicht, was passt wie oder was passt nicht. Und deswegen, ja, der letzte war schwarz-weiß-gold und den habe ich jetzt aber nicht gekauft, weil ich der Meinung bin, den hatte ich schon. Und hier, wenn ich einen doppelt habe und der Meinung bin, ich brauche ihn nicht, kommt er mit in die Adventskalender oder ich bringe ihn zurück. Ich weiß auch nicht. So. Diesen hier, ich bin der Meinung, den habe ich schon. Aber ich bin, wie gesagt, nicht ganz zu 100% sicher. So. Und apropos Adventskalender, also bis Ende des Monats gilt das noch. Wer noch einen Adventskalender mit Bastelmaterial von verschiedenen Sachen haben möchte, kann sich gern bei mir melden. Kostet 30 € inklusive Versand. Kann gern auch noch nach oben gehen, wie das jeder mag. Sind verschiedene Bastelutensilien drin. Größtenteils geht es um Papierbasteln. Nicht nur weihnachtlich, auch Sommer, Herbst, Winter, keine Ahnung, ausgefallen. Mal sind Perlen drin, mal sind Bänder drin, dass man einen Anhänger noch mit dran machen kann oder. Also irgendwo schon, dass es mit Papierbasteln zu tun hat. Man kann es auch als Füllung nehmen. Egal. So, dann habe ich die 4 Lux-Paper-Blöcke noch gefunden für 1,69 und die zeige ich euch jetzt grob auch noch einmal. Da fand ich ja die aus der Bastelabteilung mit den Babysachen so schön. Einmal der, dann einmal diese Variante. Ich denke, da habe ich ein mehr drin? Ich glaube, ich habe eins mehr drin. Ist das der gleiche? Ich habe, glaube ich, ein Blatt mehr drin. Oder ich muss gleich mal gucken. Vielleicht ist das so angedacht. Ich gucke da nachher mal in Ruhe. So, das Papier, Glitzer. Und ich glaube, da sind gar keine Sticker dran. Sind hier Sticker mit bei? Bei dem anderen Luxus-Paperblöcken waren noch Stickerbogen mit dabei. Dann dieser hier. Das ist auch witzig. Rosa Papier, was angedacht ist wie Glitzer, aber nicht Glitzer. So, der. Jetzt muss ich mal gucken. Den habe ich schon. Jetzt fehlt noch, ich glaube, der schönste, der lilane. Ich habe ihn nur hier. Ich denke mir manchmal, die Blöcke sind ja ganz oft ausgelegt bis zum 25. Ob das jetzt das ist oder die großen Blöcke. Mach doch die Boxen auch mal bis 25. Ich glaube, der ein oder andere, wenn man da was macht, der freut sich, dass er am 25. auch noch was auspacken darf. Ja, also die jeweils zweimal direkt gekauft. Ja, ihr Lieben, also, wie gesagt, E-Mail steht unten drin. Die Leute, die gewonnen haben, bitte meldet euch. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.